Yo, gutes Aiming und eine hohe Headshot-Rate sind einfach wichtig für den Sieg in jedem Counter-Strike-Match. Einer der Typen, welche am besten ihr Aim trainiert haben oder am effizientesten, ist hier Immor. Und diesen werde ich euch heute zeigen, nämlich dieser ist einer der besten Aimer, welche man zurzeit findet. Und außerdem, der ist auch noch nicht so bekannt, nämlich er ist, sagen wir mal, ein türkischer Newcomer. Ja. Also da hat man es nochmal so gesehen, was ich also als krankeste Aim-Ability ansehe, nämlich so Target-Switching, dass man noch im Spray einfach so das Target switcht, was er halt gerade gemacht hat. Und das finde ich halt insane. Yo, also er shakt da ein bisschen. Okay. Okay, sogar mit Facecam. Okay. Yo, okay, das ist nice. Das war sogar Device. Yo. Er kann sich auf jeden Fall bewähren, auch gegen Leute, die etabliert sind in der Pro-Scene. Das ist auf jeden Fall nice. Yo, okay, nice Flick. Es ist auch schön zu sehen, dass er nicht nur, ja gut, das war jetzt nur eine Szene, aber dass er nicht nur AWP oder AK kann, sondern so beides. Ich bin gespannt auf die Clips. Ich habe das mir heute hier die ersten 2 Minuten habe ich mir gegönnt. Oh, Junge, der Flick. So sexy. Wow. Lol, Wallbang? Hä? Er hat den Gegner doch nicht mal gesehen. Junge. Er erniedrigt die Gegner. Oh, Junge. Oh. Junge, das Shaken. Ich hoffe mal, er macht das Shaken zum Provozieren, Alter. Also so, ja, Bruder, kommt mehr Accusations. Oh, Junge, Alter. Okay. Also man muss auch sagen, so ein Kill durch die Smoke ist nicht so krank. Aber dann kommt halt sowas wieder. Und sowas wie mehrere Kills sind halt immer kranker. Aber die Runde ist vorbei. Die Runde ist einfach vorbei. Okay. Okay. 2, 3, 4. Ace. Gönn doch Ace, Junge. Oh, danke. Oh, was? Nein, das ist unfair. Aber sowas meine ich zum Beispiel mit so Killstreaks und nicht immer nur so ein Kill. Einfach perfekt, Mann. Okay, schöner Jump. Ja, okay, das war eher ein easy kill, würde ich meinen. Boah, schön. Ja, oh mein Gott. Er hat sogar Wallbang. Was? Hat er. Warte mal, hier oben im Killsheet. Killfeed steht. Okay, sogar Loba ist Love. Das ist auch ein relativ etablierter CS-Streamer, der auf einem professionellen Level, würde ich mal sagen, spielt. Oder auf jeden Fall höheren Level oder einen hohen Level. Das sind einfach 2 Wallbangs. Warte, ich würde mal gerne wissen, okay. Das ist actually close sogar. Okay, starkes Pre-Aiming. Richtig. Ich glaube, nach dem Clip müsste ich hier nach nichts mehr kennen. Ah, schade. Also Wallbang hätte ich da besser gefunden, aber okay. Er ist halt sehr confident in sein Aim, das merkt man, wie er peekt. Ja. Einfach stark. Er hat das gerade einfach nur gehittet wegen dem Butterfly. Change my mind. Oh, schön. AIDS-Fadenkreuz, aber schön. Junge. Aber die Gegner haben gerade gefühlt nichts gemacht. Boah. Junge. Der letzte hatte gar keinen Bock mehr zu pieken. Ich hab's ihn dann gesehen. Oder was hat er gerade gesagt? Oh! Alter, okay, den Clip kenne ich wirklich noch nicht.
Alter. Okay, schön. Da war actually ein Deagle geklippt, Alter. Also, Dreier Deagle Frag. Nice, Mann. Sehr gut. Jo, da ist sogar die Crown drauf. Auf der Orb. Oh, nice. Wobei, da stand gerade Simple. Hat er damit Simple gespielt? Das wäre krank. Oh. Jo, das war auch noch sein Kill, oder? Ja. Wir kommen da niemals durch, Alter. Boah, ja, einfach weg damit. Ich versuche immer so gerade ein bisschen auf. Oh, er hat sogar. Hat er mit Voxic gespielt oder gegen Voxic? Oh, okay, okay. Er hat sogar gegen Voxic gespielt. Nee, er hat sogar mit Voxic und Zantaris gespielt. Okay. Ja, den müsste er haben, genau. Auch er ist weg. Weg. Oh, okay, okay. Ja, dass er den Shot da geweifelt hast, das war ein bisschen. Ah, I don't know, habe ich jetzt nicht so enjoyed. Oh, Dulis! Ehrenmann! Er macht damit einfach einen Ace, Junge. Die Silbertaktik. Stark. Jo, dieser Flick war schon nice. Ich möchte mal nachgucken, was sein Descent ist. Also seine Settings hat er hier bei 880 EDPI, was glaube ich schon hoch ist. Wobei er hat 40 DPI. Auf jeden Fall hat er eine Sense von 2,2, was eigentlich schon krank ist. Okay. Da hat er schön den Engel ausgespielt. Imo! Junge. Er hat auch gefühlt alles Statrick. Dafür ist er ein Ehrenmann. Okay. Also ich muss sagen, bis jetzt sind halt, also gerade sind nicht mehr so die krankesten Clips. Okay, nice. Oh, Pasha und Twists. Oh, Junge. Ja. Also man merkt schon, er kann auf jeden Fall, ja. Etablierte Bros outfraggen. Oh ja, das wäre krank. Einfach so so Flying Eagle. Nice, man. Bruder, was ist das denn für eine M4 A4? Okay, aber es. Ja, es reicht. Offenbar. Dass er da reloadet. GG mit ihm, alterm Saturn. Yo. Er liest einfach Chat. Einfach chillig. Eins gegen zwei. Ja, okay, okay. War ganz okay. Also von der Schnelligkeit her. Ich meine, wenn ich sage, ja, das war okay, dann. Dann heißt es nicht, dass es scheiße ist, sondern dass ich es halt nicht so krass finde für Insane Turkish Aimer. Junge. Aber er ist schon Duli Pure. Oh, Deagle. Eins, zwei. Oh, war ja noch altes Update, glaube ich. Wo die Deagle weniger Schaden gemacht, noch mehr Schaden gemacht hat. Auf Close. Oh, okay. Okay, warte, das will ich hier nochmal sehen. Also, Real Talk, eventuell hype ich das gerade ab, aber das war ein geiler. War das ein Flick oder Tracking? Auf jeden Fall, das war ein geiler Kill. Oh, yeah, man. Er geht so mit der Maus nach oben und hittet sein Head. Einfach geil. Okay.
Okay, er spielt wieder mit Loba. Schön. Ja, ja. Also, wie gesagt, ich glaube, theoretisch könnt ihr auch ein bisschen als Orpa durchgehen, statt als Rifler. 1 gegen 5 Ninja Diffuse. Was ist das, Bruder? Ich hoffe, ich werde mal nicht gecopyrighted. Och nein. Ist das ein Friend Jay Video? Was? Er fühlt seinen Boss? Bruder? Okay, das war gerade low. Ich finde, er ist auf jeden Fall für einen Newcomer und jemand, der jetzt noch nicht, glaube ich, so bekannt ist in der Tier 1 Competitive Scene, ist es auf jeden Fall ein guter Aimer und so ein Shit. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren.